Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich die Abschlussprüfung 2016 A2 gerechnet hätte. Die Angabe findet ihr wie immer hinter diesem Link. Das führt euch zur Seite des Kultusministeriums, des ISBs und dort findet ihr alle Angaben und Lösungen zu den Abschlussprüfungen der letzten Jahre. Das hier ist die Funktion, die wir hier haben und wenn wir uns die mal genauer anschauen, dann ist das eine Potenzfunktion. Woher wissen wir das? Der Exponent ist ganzzahlig, das heißt, wir haben hier keine Variable, also ist es keine Exponentialfunktion. Immer dann, wenn quasi in der Basis das x ist, dann handelt es sich um eine Potenzfunktion. Als nächstes müssen wir allerdings herausfinden, was für eine Potenzfunktion das ist, weil dementsprechend ändern sich auch Definitionsmenge, Asymptoten und so weiter. Es gibt in der Formelsammlung von Seite 31 bis 33 verschiedene unterschiedliche Potenzfunktionen. Dazu muss man immer den Exponenten anschauen. Unser Exponent ist in dem Fall gerade, er ist ganzzahlig, ganzzahlig heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und er ist negativ, also kleiner minus 1. Und dementsprechend müssen wir das in der Formelsammlung auf Seite 32 links oben aufschlagen. Das ist unser Fall, den wir hier beleuchten. Als allererstes in der ersten Aufgabe geht es darum, dass diese Funktion oder der Graph dieser Funktion durch orthogonale Affinität abgebildet wurde auf eben den Graph dieser Funktion. Und jetzt müssen wir herausfinden, wie kann durch orthogonale Affinität das zu dem werden. Dafür brauchen wir erstmal Seite 64 die orthogonale Affinität in der Formelsammlung. Da steht drin, dass mein y' gleich das k-fache meines ursprünglichen y ist. Also das ist mein ursprüngliches y und das ist mein neues y. Das heißt, ich muss irgendwie rausfinden, wie ich mit 10 auf minus 4 komme. Denn das ist ja mal genommen worden. Das heißt, der ganze Term wird mal genommen, der vordere mal und der hintere mal dem k. K mal der ganze y-Wert. Das heißt, ich muss hier eigentlich nur rausfinden, was 10k, wann 10k gleich minus 4 sind. Denn der Bereich ist mal k genommen worden und dann ist minus 4 rauskommen. Und wenn ich das auflöse, ist k gleich minus 0,4. Ich hätte es auch am hinteren machen können. Minus 2,5 mal k hätte 1 ergeben müssen. Auch hier wäre der k-Faktor minus 0,4 gewesen. Jetzt geht es aber nicht nur darum, dass wir den k-Faktor finden, sondern wir sollen auch die Asymptoten der Funktion angeben können. Asymptoten, da können wir jetzt auch nochmal reinschauen auf Seite 32. Asymptoten sind normalerweise die x- und die y-Achse. Allerdings bei einer Potenzfunktion, wo hier an der Basis nur ein x steht und da hinten nichts steht. Das heißt, hier ist ja was passiert. Nehmen wir uns mal diese erste Funktion her. Die ist um 3 nach links verschoben worden. Von dem x kommt ein plus 3, was bedeutet, dass der Graph der Funktion um 3 nach links verschoben worden ist. Und er ist um 2,5 nach unten verschoben worden, minus 2,5. Also aufpassen, hier wird immer das Gegenteil gemacht. Nach links wurde hier verschoben, würde hier ein Minus stehen, würde es nach rechts verschoben werden. Und hier, was Minus bedeutet, nach unten verschoben und ein Plus bedeutet, nach oben verschoben. Schauen wir uns das Ganze hier an. Hier ist es auch 3 nach links verschoben worden und 1 nach oben. Das heißt, meine Asymptoten lauten x gleich minus 3, das ist beibehalten worden, die erste Asymptote. Und die zweite Asymptote ist y gleich 1, weil eben eine Verschiebung nach oben stattgefunden hat. Wenn wir das uns am Graphen anschauen, sehen wir das auch eindeutig, das ist jetzt nach unten geöffnet. Und hier ist die Asymptote bei y gleich 1 und bei x gleich minus 3. Eine Parallele zur y-Achse wird immer mit x ist gleich bezeichnet und eine Parallele zur x-Achse wird immer mit y ist gleich bezeichnet. Das war es bei der Aufgabe 2.1. Jetzt geht es zur 2.2. Da haben wir jetzt zwei Punkte, an und mn. Und an, die beziehen sich oder die liegen auf dem Graphen der Funktion f1 und die mns liegen auf dem Graphen der Funktion f2. Das heißt, als erstes zeichnen wir für x gleich 0,5 diese Punkte ein. Also dann landen wir genau hier. Wir könnten das jetzt berechnen oder wir gehen einfach auf x gleich 0,5, gehen nach oben, haben unser m1 gefunden, weil sie auf dem grauen sein muss und gehen nach unten und haben unser a1 gefunden, weil sie auf dem orangenen sein muss. Das muss man also nicht extra berechnen. Und jetzt gilt es, Rauten zu zeichnen. Nun, ich weiß ja, dass eine Raute symmetrisch ist bei den Diagonalen. Das heißt, nochmal dieselbe Länge nach oben, dann lande ich bei meinen Punkte C1. Und wenn ich weiß, dass das der Mittelpunkt der Diagonalen ist und diese Strecke hier BD 4 Längeneinheiten ist, muss ich eben vom Mittelpunkt 2 nach links und 2 nach rechts gehen. Schauen, dass ich da halt parallel zur X-Achse mich durcharbeite. Und schon habe ich diese Raute gezeichnet, was einen Punkt gibt.
In der nächsten Aufgabe soll man zeigen, dass für die Länge der Strecke ANCN in Abhängigkeit der Abszisse x der Punkte gilt. Also wir sollen die Länge ANCN berechnen. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ja den Punkt CN nicht. Den haben wir ja nur zeichnen können. Das Einzige, was wir haben, ist ANMN. Aber von ANMN können wir die Streckenlänge berechnen. Denn das ist nichts anderes als der Y-Wert von M minus der Y-Wert von A. Denn diese Strecke liegt ja parallel zur Y-Achse und dementsprechend können wir den oberen Wert, also den Y-Wert von M, minus den Y-Wert, den unteren Wert von A bestimmen. Und dadurch, dass wir da erst die Hälfte der Strecke haben, müssen wir diese Strecke, wenn wir sie berechnet haben, nochmal 2 nehmen. Also ich habe schon mal hingeschrieben, die Länge der Strecke ANCN von x ist 2 mal der Y-Wert von meinem Punkt M minus den Y-Wert von meinen Punkten A. Y-Wert von M ist, steht hier, das ist die eine Funktion, also dieser hier, die rechte Seite. Und Y von A ist dieser Bereich. Beim Hinschreiben muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt sieht man schon, das wird ein bisschen hieroglyphisch. Minus 4 mal, das ist quasi der Bereich, also bis hierhin habe ich den Y-Wert von M abgeschrieben. Und dann wird der komplette Y-Wert von A abgezogen, Minus. Und komplett heißt, ich muss den klammern, weil ja quasi der vordere Wert mit dem Minus versehen wird und der hintere Wert. Deswegen sind hier recht viele Klammern passiert. Aufpassen, nicht, dass dann einer nur das Minus zu dem Zehner hinmacht und da hinten dann vergisst umzudrehen. Das machen wir jetzt erst im nächsten Schritt. Da habe ich jetzt quasi alles zusammengefasst. Das hier hat ja quasi dieselbe Potenz. Deswegen kann ich minus 4 und minus 10 von dem zusammenfassen. Diese beiden ergeben also minus 14. Hier hat man plus 1 und das minus minus 2,5 wird zu plus 2,5. Also 1 plus 2,5 gibt 3,5. Jetzt noch das Ganze mit dem Zweier vor der Klammer multiplizieren. Habe ich minus 28 von der Potenz plus 7 und das Ganze als Längeneinheiten. Das sollten wir eben von Anfang an hinschreiben, wenn diese Werte mit dazukommen, dass wir hier die Längeneinheiten haben. Aber so habe ich jetzt quasi die Länge der Strecke ANCN in Abhängigkeit von x berechnet. Als nächstes soll man zeigen oder berechnen, wann das Ganze ein Quadrat wird. Nun, da müssen wir uns mal überlegen, wann wird es denn ein Quadrat? Die Raute und das Quadrat unterscheiden sich in zwei Dingen. Einmal, das Quadrat hat hier rechte Winkel, also 4 insgesamt. Das bringt uns jetzt aber nichts, weil wir mit Winkel ja hier noch gar nicht arbeiten konnten. Oder es wäre ja nur so umständlich, dadurch aufs Ergebnis zu kommen. Aber es gibt noch eine zweite Eigenschaft, das ein Quadrat hat, das eine Raute nicht hat. Nämlich, dass die Diagonalen gleich lang sind. Und das ist unser großer Trick. Denn die eine Diagonale haben wir, das sind 4 Längeneinheiten, und die andere Diagonale haben wir berechnet. So, und jetzt ist immer die Frage, wie kommt man auf sowas, dass man quasi hier die eine Diagonalenlänge gleich die andere Diagonalenlänge setzt. Entweder man ist so schlau und kommt selber drauf, oder man überlegt sich, Mensch, was habe ich denn bisher? Denn in der Aufgabe 2.3 haben Sie genau die Aufgabe 2.4 vorbereitet. Da hat man euch ja die Länge der Strecke ANCN berechnen lassen. Und dann in der Aufgabe 2.4 könntet ihr einfach mal schauen, was für Teilergebnisse sind schon da. Wie könnte ich denn jetzt drauf kommen, was ein Quadrat ist? Und dann, wenn man weiß, dass man ANCN hat, könnte man sich ja überlegen, ob bei den Diagonalen eben irgendwas passiert, was eine Raute zu einem Quadrat macht. Also, gleichgesetzt. Das heißt, ich bringe zuerst den 7er rüber. Anschließend teile ich durch minus 28. Ich habe das jetzt als Bruch stehen lassen, aus gutem Grund. Denn sonst verfälscht sich am Schluss das Ergebnis, wenn ich 3 28stel als Dezimalbruch schreibe. Jetzt habe ich das Ganze so geschrieben, dass ich es umformen kann. Ich kann hier aber nicht die minus zweite Wurzel ziehen. Das wäre keine Äquivalenzumformung, da würde ich keine zwei Ergebnisse rauskriegen. Was ich aber machen kann, und das steht auch bei den Regeln mit den Potenzgesetzen in der Formelsammlung auf Seite 16. Das heißt, ich kann aus einem negativen Exponenten einen positiven machen, wenn ich in den Nenner schreibe. Und jetzt kann ich im Nenner eine binomische Formel entdecken und die ausmultiplizieren und gleich mit mal auf die andere Seite rüberbringen. X² plus 6x plus 9. Und dann noch den 1er auf die rechte Seite bringen. Dann kann ich nämlich das in ein quadratisches Gleichungssystem setzen, also mit der Mitternachtsformel auflösen und ich erhalte zwei Werte. Nur der eine Wert ist richtig, weil der zweite Wert
ist per Definition ausgeschlossen. Da hat es nämlich geheißen, unsere x-Werte müssen größer sein als minus 1 und das ist kleiner als minus 1. Die Frage, wie man da jetzt hier drauf kommt, nun, man kann das Ganze nicht mit dem Solver lösen, denn ihr seht ja, dass es eine quadratische Funktion am Schluss wird und dementsprechend muss der Solver hier leider passen, weil der Solver uns nur ein Ergebnis ausspuckt. Das heißt, wir müssen hier die Potenzgesetze kennen, damit wir eine Potenzfunktion auch richtig umwandeln können. An dieser Stelle können wir natürlich das Ganze auch im Taschenrechner als Polynom zweiten Grades eingeben und erhalten so die Ergebnisse. Bei der Aufgabe 2.5 geht es jetzt darum, man soll begründen, dass die Rauten stets einen kleineren Flächeninhalt haben als 14 Fe. Nun, ich habe mir erstmal angeschaut, was ist denn der Flächeninhalt? Bei einer Raute ist der Flächeninhalt ja 0,5 mal e mal f, also 0,5 mal die eine Diagonale mal die andere Diagonale. Und die Diagonalen habe ich ja schon berechnet, beziehungsweise hatte ich schon gegeben. Und jetzt heißt es hier nicht berechne den Flächeninhalt, sondern begründe, dass er immer kleiner ist als 14 Fe. Ich habe jetzt zunächst einmal 0,5 mal 4 gerechnet und das mit der Klammer verrechnet, also 2 mal den ersten Teil und 2 mal den hinteren Teil, weil 0,5 mal 4 gibt ja genau 2. Und jetzt schaue ich mir das genauer an, denn hier steht ja schon die 14. Laut Definition von einer Potenzfunktion, und die hatten wir ja auf Seite 32, ist der Wertebereich einer Potenzfunktion von der, die wir quasi hatten, immer größer 0. Also auf Seite 32, wenn man die Wertemenge anschaut, dann steht da dran, Wertemenge ist R plus, also ist der Bereich immer größer als 0. Zusammen mit meinem minus 56, wenn ich minus 56 mal was Positives nehme, wird immer was Negatives rauskommen. Und wenn das hier vorne immer negativ ist, dann muss das Gesamte immer kleiner sein als 14, denn dadurch ziehe ich von den 14 immer etwas ab. Und damit muss mein Flächeninhalt immer kleiner sein als 14, weil da vorne ja immer ein Wert rauskommt, aber ein Wert, der immer kleiner ist als 0. Das war's von meiner Seite.